Okay, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Microsoft Flight Simulator X mit mir, dem Super Pro, beziehungsweise hier kann man das wirklich mal gar nicht wörtlich nehmen hier in dem Spiel, zumal man hier ja auch gleich eine tolle Landung oder schwierige Landung sieht und ja, natürlich auch noch Nick, den wir auch die letzten beiden Parts dabei hatten. Guten Abend. Genau, wir beide fliegen von, was weiß ich nicht wo, irgendwo in China nach Kai Tak und ich weiß immer noch, ich muss da gleich mal nachgucken, wie der Flughafen heißt, von dem wir gestartet sind, das ist ja richtig peinlich. Ja, ich würde mal sagen... Kann ich dann ja in die Info drunter schreiben. Ja, das kann ich machen. Ja, ETE haben wir 16 Minuten, das heißt, wir sind doch ungefähr ganz gut in der Zeit. Ah ja, noch mit Rollen zum Gate und so weiter, kriegen wir, denke ich, einen runden Part. Und ich würde mal sagen, wir drosseln die Geschwindigkeit auf 260 Sachen, damit wir auch nachher nicht zu viel Saft drin haben, dass wir über die Landebahn hinausschießen. Aber das kann man ja nachher noch ein bisschen regeln. Und ja, wir hatten letztes Mal über Add-on-Flughäfen von zum Beispiel FlyTampa und Aerosoft geredet und dass es auch noch viele Hersteller für Add-on-Flugzeuge gibt, die nochmal ein Riesenstück realistischer und besser sind mit vielen Paintkits und so weiter, als jetzt die Standardflieger hier, irgendwas mit Alias Wilco und dann, CLS und dann gibt es auch noch kostenlose, wie zum Beispiel von Postgi, also Project Open Sky. Guckt doch einfach mal danach oder informiert euch in einer der Microsoft Flight Simulator X Boards, also zum Beispiel hier fsboards.de, wie ich es ja im Part, wo ich nach Düsseldorf geflogen bin, auch schon mal erwähnt hatte. Das ist eine super Community, da könnt ihr einfach mal fragen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ich was nicht beantworten kann, könnte das sicher eure erste Anlaufstelle sein. Super Community. Ja. Ich hatte irgendwas von WoAI gefaselt, gell? WoAI. Ja, genau, das wollten wir noch, darauf wollten wir noch zu sprechen. Richtig. WoAI. Ja, WoAI. Also, ich würde sagen, wenn ihr Lust hättet auf mehr Verkehr, dann holt euch WoAI kostenlos als irgendwelche Traffic X oder Ultimate Traffic 2. Richtig. Müll. Richtig, genau. Es ist so, viele Firmen oder beziehungsweise 2 bis 3 Firmen werben mit Traffic Add-ons für den Flight Simulator, die sich wirklich teilweise heftig bezahlen lassen. Zum Beispiel bis zu 40 Euro hoch. Und die sagen dann, ja, überall Flugzeuge und der Himmel wird voll sein mit Flugzeugen. Alles verdunkelt. Alles schwarz voller Flugzeuge. Nein, die werben dann mit allen möglichen tolle Lackierungen und alles so realistisch und umfangreich. Aber Leute, ich hab's ausprobiert. Ihr könnt solche Add-ons in die Tonne treten. Erstens, sie kosten was. Zweitens, sie kosten zu viel für das, was sie bieten. Drittens, die AI-Modelle, also Auto Intelligence, also diese Aircraft, also diese künstliche, der Verkehr, der ist, die Modelle davon sind ganz schlecht und die Bemalungen erst recht. Die Flugrouten sind unrealistisch und alles Mögliche. Und ich bin vor ungefähr so einem halben Jahr oder so auf das Projekt WoAI, also World of AI, also Auto Intelligence, gestoßen und da war ich wirklich beeindruckt, was dieses kostenlose Package oder diese kostenlosen Packages liefern. Also schaut doch einfach mal in Google nach WoAI und klickt die erste Seite an. Das ist ein Projekt, was kostenlos euch ganz viele Airlines und wirklich realistische und echte Flugrouten bietet. Ihr könnt das gerne mal runterladen, mal probieren, zum Beispiel mit Lufthansa. Ladet euch Lufthansa. Denkt an registrieren, kostenlos. Richtig, das ist kostenlos. Also wir wollen jetzt nicht Werbung machen, ich bin jetzt selber nicht von WoAI, aber ich muss wirklich sagen, es ist eine tolle Sache. Auch wenn das jetzt nicht die übelst perfekteste Grafik ist, aber es ist realistisch. Es ist besser als alles, was kostet. Sogar die was kosten, sind schlechter. Sind wirklich schlechte. No. Natürlich können mir jetzt Leute sagen, ja, da muss man sich nicht so viel Arbeit machen, wenn man sich die kauft, aber nein,
Es ist wirklich einfach. Ihr habt einen Installer und ihr habt diese Packages. Und die ladet ihr runter. Zum Beispiel, ihr habt eine Weltkarte. Das ist sogar ganz einfach gemacht. Ihr habt eine Weltkarte, ihr klickt dann Deutschland an. Ihr wollt deutsche Fluglinien, die natürlich nicht nur in Deutschland fliegen, sondern auch von Deutschland. Also zum Beispiel Lufthansa. Wenn ihr dann zum Beispiel nach New York geht, dann werdet ihr auch Lufthansa-Maschinen an den Flughäfen finden. Und also die Paints sind toll gemacht, die Modelle sind super. Ja, richtig, also ganz viele Modelle von kleineren, ich glaube so sogar ein bisschen größer als Learjet-Größe, findet ihr da, bis hoch zu 747, A380 haben sie jetzt noch nicht drin, aber das ist wirklich toll, dass es kostenlos ist und einfach zu installieren, einfach runterzuladen. Schaut doch einfach mal nach, es ist sogar auf der Webseite alles wunderbar erklärt. ETE 14, das heißt, wir sind eigentlich doch schon ein bisschen zu tief. Also würde ich mal sagen, so ganz zart nochmal steigen. Ne, komm, steigen ist auch doof. So, so können wir das machen, dass wir hier so auf 10.000 Fuß bleiben. Wir haben noch ungefähr 14 Minuten zu fliegen. Ja. Und ja. Das heißt, das geht schnell vorbei. Ja. 13 sind es. Ja. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft, ja, bis zur Selbstzerstörung, die von uns eingeleitet, umgesetzt und so weiter und geflogen wird. Ja, WAI, toll, wenn ihr wenn ihr wirklich ein bisschen belebteren Flugraum haben wollt und dann für nichts zahlen wollt, und es ist wirklich einfach, guckt einfach mal danach. Es gibt Tutorials, die wirklich einfach erklärt sind, sogar auf der Seite, und ja. Auch YouTube oder sowas, oder? Richtig, sogar YouTube, aber ich würde mal sagen, selbst auf dieser WAI-Seite ist alles perfekt erklärt. Das ist toll. Also ich würde nur mal interessieren, ob da auch Flieger landen. Ja, da landen welche. Also erst müssen natürlich welche starten und in 2-3 Minuten, also 2-3 Minuten, dann starten die und landen tun sie auch. Aber du, das ist ewig her, dass ich das gesehen habe. Ja, sie müssen ja irgendwie landen, wenn sie auch starten. Nur wahrscheinlich muss man dann selber Luftverkehr auf 100% setzen. Ja, einerseits das muss man machen, beziehungsweise kann man auch runtersetzen, aber du, das ist ja wirklich realistisch gemacht. Die starten ja alle erst zum Zeitpunkt, wenn du im Spiel joinst. Das heißt, die fahren erstmal auf. Das heißt, bis einer landen kann, muss ja erstmal einer gestartet sein. Das heißt, das stimmt. Du, ja, wenn du genau zum Beispiel bei Frankfurt guckst und einer von sonst wo kommt, na, schon wieder eine SMS, naja, egal. Wenn zum Beispiel du in Frankfurt guckst, musst du wirklich mal ein Stündchen warten, bis da einer landet, weil die nächsten Routen sind ja dann doch irgendwie, was weiß ich, Hamburg oder so. Also oder so. Eigentlich müsste man dann das ist ja eigentlich Fluggesellschaften, eigentlich alle Fluggesellschaften runterladen, damit du eigentlich Dauerbetrieb im Land dafür bist. Ja, ich habe mir jetzt 20, 30 Stück runtergeladen, also 20, 30 Fluggesellschaften. Ihr könnt ja von jedem Land euch die runterladen, die passende. Und da ist auf jeden Fall am Boden schon immer was los, und wenn und landen, auf die Landungen müsst ihr, glaube ich, auch nicht so lange warten, so ist das nicht. So, wir haben noch 11 Minuten. Außer wenn ihr erst eine Fluggesellschaft habt. Ja, eine Fluggesellschaft, also Lufthansa, wenn ihr Lufthansa runterladet. Ich glaube, ich habe 5 oder so, weil mein Installer hat jetzt ein bisschen gesponnen. Ja, wie man es auch sagt. Muss man mal nachgucken nachher, aber bei mir funktioniert es perfekt. Ja, also ich würde mal sagen, mit 5 bis 10 seid ihr schon gut bedient, da habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Menge Verkehr. Aber hier zählt natürlich auch Masse. Und wenn ihr wirklich alle euch runterladet, was ich natürlich für sehr unwahrscheinlich halte, weil es sind über 200 Fluggesellschaften, die ihr da runterladen könnt, und jeder hat so 10 Megabyte, also ihr sitzt da schon mal 5, 6, 7 Stunden, wenn ihr alle runterladen wollt. Ich war mal so doof und hab's probiert, aber irgendwann habe ich es dann doch aufgegeben nach dem 40. oder so. Aber ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wenn ihr so 40 habt, das reicht ja, oder sogar 10, 20. Ich habe mir jetzt heute Abend mal 20 runtergeladen, und meine Flughäfen, da wimmelt's nur so von verschiedenen Airlines so. Und ich muss jetzt, glaube ich, mal sinken langsam. Ich würde sagen, was, 7.000? Ja, 8.000 ist okay. Nee, mal 7.000, ja, okay. Hast du recht. So unter dem Motto, help us, we are sinking. Und der Fluglotse dann, der Küstenwachentyp dann, what are you thinking about? Das war ein Appell zum Englischlernen. Und ich fand die Werbung immer wieder klasse, weil ich würde sagen, Leute, in Deutschland wird wirklich viel zu schlecht Englisch unterrichtet, ja. Ganz klar. Ja, das ist halt, aber wenn man auch mal sieht, guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel Deutsch, geh mal auf YouTube, gib ein, English, was weiß ich, Plane Lands on Mallorca.
Und dann hörst du die mal sprechen. Die haben einen gewissen Dialekt, da verstehst du alles. Ja. Jetzt hör mal Amerikaner lesen, jetzt nichts gegen Amerikaner hören. Aber die haben so einen anderen Dialekt, die nur ja, sind. Ja, richtig. So, ich würde mal sagen, wir thinking, also wir denken jetzt mal ein bisschen mehr. Okay, denken, also denken während der Ferien, nee, das geht gar nicht. Ja, 3000 Fuß ist zu viel. Also, what are you thinking about? Über was denkst du denn nach? Dass wir gleich in den Luftraum von Kaita kommen. Richtig. Also von Danzong kommen. Ja. Das sieht man im GPS. Richtig, hier an den dicken roten. Ja, super. Du hast es gesagt, deine deshalb bist du wieder. Ja. Meine Mutter, ja. Meine Mutter ist du das. Ja, super, dann kannst du. Ah, Mensch, dann hast du ja Informationen aus erster Hand, das ist ja göttlich. Deswegen wusste ich auch ungefähr, wann der, glaube ich, du, auf jeden Fall hol die, also wenn wir demnächst noch öfter fliegen, das machen wir auf jeden Fall, ja. Weil es macht wirklich unheimlich Spaß mit dir, weil ich habe dann auch noch einen kleinen Gehilfen, das ist klasse. Wenn wir dann irgendwie uns den Flughafen aussuchen, wie zum Beispiel St. Martin oder so, dann kannst du auch noch mal ein paar Informationen aus erster Hand dir holen. Oder was weiß ich, wir fliegen mal durch die USA oder so, keine Ahnung. Naja, das Geile ist ja, meine Mutter, die arbeitet First Class. Das heißt, die bedient die Piloten und wenn ich meine Mutter die Frage sagt, ja, auf dem nächsten Flugwagen stehen und den Piloten. Oder die Piloten. Cool. Die geben mir immer eine Antwort, deswegen. Klasse. Also. Aber sie ist selber schon in Kaita gelandet. Echt? Und sie, wow. sie ist begeistert davon, wie du die Leute auf ihren Balkon oder Terrassen die Wäsche aufhängen siehst und du rast dann mit einer 747 vorbei. Ja, wirklich, also es gibt wirklich echte und natürlich auch nachgestellte Videos vom FSX. Ich würde mal sagen, wir sind schon ein bisschen zu tief, aber okay, so what? Also damit wir die Landung ordentlich hinkriegen, ist alles okay. Das ist wirklich schon heftig und Kinder, wie die Zeit vergeht, ich würde sagen, es hat mir Spaß gemacht, jetzt schon mal mit dir ein bisschen weiter zu labern. Auf unserem Weg von einem unbekannten Flughafen nach Kaitak und ich würde mal sagen, im nächsten Part kommt dann die heftige Landung, die wir dann hoffentlich nicht vermasseln werden. Du hast ja auch einen Joystick, kannst ja auch eingreifen, wenn es brenzlig wird, ansonsten starten wir durch, drehen eine Platzrunde und probieren es halt nochmal. Würde mich freuen, wenn ihr uns dabei beobachten wollt und dann nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Tschüss!